Ja, fangen wir mal an mit dem Action-Adventure Work in Progress. Einen richtigen Namen hat es wohl noch nicht. Aber der Ordner scheint Rätselkammer zu heißen. Nennen wir es einfach mal die Rätselkammer. Ja, leider ist das Ganze in einem ziemlich kleinen Fenster. Und das wäre auch mal die erste Verbesserungsvorschlag, den man hier anbringen sollte, unbedingt. Hier sollte es so eine Art Upscaler oder so geben. Muss ja gar nicht kompliziert sein. Kann einfach alle Pixel verdoppeln oder so, wie es 6xV auch macht. Oder also am besten mal 3x4 ist wahrscheinlich angebracht für die heutigen Monitore. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was erkennen. Ich bin unten in der linken Ecke, das Kreuz, und kann mich durch die Gegend bewegen. Aber ich kann leider auch nicht mit der Maus drauf zeigen. Ich bewege mich mal so ein bisschen, dann sieht man es vielleicht besser. So, und ich kann hier so ein Schild lesen mit der Space-Taste. Da habe ich auch schon den Bug bemerkt. Manchmal erscheint der dunkle Hintergrund von dem Text nicht. Und dann kann man den Text sehr schwer lesen. Das ist aber scheinbar keine Absicht, sondern ein Bug. Ich weiß nicht, ob der nur bei mir auftritt oder bei jedem. So, ich lese einfach mal vor, falls es zu klein ist für euch. Du kannst die Blöcke verschieben, indem du dich gegen sie drückst. Gut, dass wir das jetzt erkannt haben. Ich glaube, man wird es auch ohne den Text hinbekommen. So. Und nu kann man nicht weiterschieben. Warum genau, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man das Rätsel so lösen. Zurückschieben kann man auch nicht. Zumindest so weit, wie ich das bisher in meinem kurzen Test mal rausbekommen habe. Da fehlt auch noch ein bisschen Feedback. Macht man das jetzt zum Beispiel so? Ja, da haben wir Pech gehabt. Kommt man nämlich nicht mehr weiter. Und da bräuchte es auch noch irgendwas, wenn es schon solche Rätsel in der Art gibt, wie man denn aus solchen Sackgassen wieder rauskommt. Ich habe nämlich keinen offensichtlichen Weg dafür gefunden. Und wenn die Rätsel erstmal schwieriger werden, könnte es sein, dass diese Sackgassen auch nicht so offensichtlich sind und dass man dann eine ganze Weile wieder rumprobiert, bevor man feststellt, oh, hier ist ja eine Sackgasse. Und dann ist das natürlich blöd. Kombiniert mit der Fähigkeit von diesen Blöcken, dass man sie nicht beliebig schieben kann, scheinbar, kann es auch sein, dass man so eine Sackgasse gar nicht erst erkennt. So, ich glaube, die richtige Lösung ist so. Und nun komme ich nämlich hier zum nächsten Schild und kann das lesen. So. Hallo und willkommen in dieser Rätselkammer. Das erste Hindernis hast du bereits überwinden können. Und lass dich nicht vom Namen verwirren, auch wenn wir an der frischen Luft sind. Ja, dann gehe ich mal einfach mal hier das Tor, durch das Tor und schau mal, was es hier noch so gibt. Hier gibt es ein Schild, vor dem irgendwas liegt. Kann ich mir da nicht anschauen. Hier gibt es Wasser, über das ich nicht schwimmen kann. Hier gibt es wieder Steine, die ich schieben kann. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Den kann ich zumindest nicht schieben. Ach doch, den kann ich schieben. Den hier? Nee, den kann ich nicht schieben. So, dann kann ich das Schild lesen. Zieh an meinem Hebel. Und der Hebel könnte eventuell hier dieser kleine Pixel sein. So. Es hat sich ungefähr 2 Pixel geändert. Und der Hebel ist ausgelöst, aber was er gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ah, ich glaube, das hier hat er aufgemacht. Kann das sein? Finde den Fehler. Das gefällt mir sehr gut. Moment mal, kann das sein, dass bei Steinen, die man verschieben kann, so ein ganz kleiner Pixel das anzeigt? Oder war das jetzt Zufall? So, ich glaube, dadurch, dass ich den Fehler gefunden habe,
komme ich in den nächsten Garten. Und hier kann man auch hinter den Sachen rumlaufen. So, und da sieht man, dass da irgendwas steht. Oder irgendjemand. Aha, ein Schild. Kann das sein? Kann man hier was lesen? Oder kann man es verschieben? Oder ist es doch nur ein Stein, der unnütz ist? So, hier drin sollte man auch irgendwas tun, aber das finde ich nie raus. Dann lese ich erstmal, was hier steht. Aha, ich habe noch nicht alle Schilder gelesen. Hier ist erst alle Schilder. Das ist ja auch mal ein schönes Rätsel. Aha, da kann ich noch nicht lesen. Das heißt, mir fehlt jetzt noch ein Schild. Und um da ranzukommen, muss ich bestimmt erstmal diesen hier noch lösen. Ah, hinter dem Baum ist auch noch irgendwie so ein versteckter Pixel. Gut, es hat sich was getan. Vielleicht ist da hinten jetzt offen. Trotzdem nicht offen. Aber hier. Und da sind gleich zwei von diesen Hebeln. Die drücke ich beide auf einmal. Oh, es sind sogar drei. Jetzt muss ich vielleicht eine bestimmte Kombination von Hebeln finden. In dem Fall ist ja auch mal die Tür, die ich schalten will, da unten gleich zu sehen. So, wie viele Kombinationen gibt es denn? Zwei hoch drei. Müsste ich doch jetzt bald mal alle durchhaben. Ah, manchmal schalten sich aber auch zwei. Ob das noch irgendeine Bedeutung hat? Jetzt schalten sich sogar alle drei auf einmal. Vielleicht schalten ja auch irgendwas ganz anderes, was ich hier nicht sehe. Das wäre natürlich fies. Wir gucken einfach mal, ob sich irgendwo anders was getan hat. Nee. Hier ist immer noch zu. Ach nee, hier war doch... War hier vorhin schon offen? Und nun? Ja, aber nun habe ich das Schild gelesen. Das ist doch super. Ja, das eine fehlt mir ja noch. Hey, warum ist denn jetzt hier offen? Ja, finde ich mich nicht mehr zurecht. Ha! Ich sollte speichern. Dummerweise weiß ich nicht, die Taste um zu speichern. Ah, das Speichern ist auch noch nicht implementiert. Ja, wir könnten auch den Speicherstand in einem Cookie abspeichern. Das finde ich eine gute Idee. Sorry, Informatikerwitz. Das ist fies. Ich muss bestimmt hier zu Ende lesen. Ich kann auch das. Ich kann es überhaupt nicht abbrechen hier. Ich klicke jetzt einfach alles weg. Ja, von wegen, ich habe alles durchgeklickt. Nein, ich habe einmal zu oft geklickt. Ah. Okay, hier sollte unbedingt eine Abbruchfunktion mit eingebaut werden. Denn hier können auch schon so 3-4 Seiten nervig sein. Ich hab's geschafft.
So. Wie, ich habe noch nicht alle Schilder gelesen. Doch, ich habe alle Schilder gelesen. So, die beiden habe ich gelesen. Da oben gab's keins. Das habe ich gelesen. Das habe ich gelesen. Das lese ich auch jetzt bestimmt nicht nochmal. Oh nein, ich habe das Stadtschild nicht gelesen. Ich habe ja neu gestartet und habe danach das Stadtschild nicht nochmal gelesen. So, kann ich das mit dem? Ja, mit dem kann ich auch zweimal reden. Das war das Standardverhalten. Ja, natürlich, das Schild da drin habe ich noch nicht gelesen. Noch die Frage, wie man das aufkriegt. Da muss ja auch noch irgendein Trick dabei sein. Vielleicht kann man hier einfach nochmal irgendwas schalten. Oder soll ich jetzt etwa alle Schilder zweimal lesen? Ach, da hinten ist schon wieder zu. Ah, der Schalter ist wohl dafür zuständig. Das habe ich schon zweimal gelesen. Das kann ich sogar dreimal lesen. Vielleicht ist das ja doch nicht damit gemeint. Das haben wir gelesen und das. Soll ich das jetzt wirklich nochmal probieren, das zu lesen? Ja, ich weiß. Nicht alle Schilder gelesen. Tja, wie soll ich jetzt darüber kommen? Das ist jetzt auch ein bisschen schlecht formuliert. Ich hätte ja jetzt vermutet, dass dieses Schild beschreibt, wie man da durchkommt. Und dann kann es ja nicht bedeuten, dass man dieses Schild da drüben lesen muss. Weil dann müsste man ja erstmal hier durchkommen. Andererseits sagt das Schild, man muss alle Schilder lesen und das da hinten ist ja eindeutig auch ein Schild. Vielleicht gibt es noch ein Schild, was hier im Wasser steht. Nee, also da lese ich auf keinen Fall nochmal. Oder vielleicht hat einer so ein Schild an so einem Baum genagelt. Oder eins ins Gebüsch gestellt. Vielleicht stehen da irgendwo bei diesen Bäumen noch Schilder. So versteckte, die man nicht sieht. Nee, hier ist auch nirgends ein Schild. Hoch. Ah, da kann man dahinter gehen. Gut gemacht. Hatte ich das schon gelesen? Aber jetzt hat sich zumindest mal der Text geändert. Jetzt muss ich schon wieder mit diesem Schild diskutieren. Ha! Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Die Demo-Version vom Aktions-Adventure. Ah, ja, genau. Das ist eigentlich gar kein Schild, weil sonst hätte ich das jetzt mal lesen müssen, um hierher zu kommen. Ja, super. Ich hab's geschafft. Ja, witzig gemacht. Funktioniert auch super von den Sachen, die man hier so machen kann. Steuert sich schön. Ist nur leider ein bisschen zu klein für Monitore heutzutage. Oder ihr kauft euch einfach nochmal so einen alten Röhrenmonitor, dann könnt ihr das ja auch hochskalieren. So, das soll es dann gewesen sein zu diesem Spiel. Ich werde wieder, wie üblich, einfach mal alles verlinken, sobald ich das Ganze auf YouTube stelle. Da könnt ihr euch dann die Sachen auch mal angucken. Zumindest die Sachen, die ihr euch anschauen dürft.
Denn ich habe auch diesmal ein paar Spiele dabei, die es noch nicht gibt. Ja, hier hat der Programmierer auch mal ein bisschen was dazu geschrieben. Das werde ich auch mal verlinken, da könnt ihr mal nachlesen. Scheint zumindest auf sehr soliden Füßen zu stehen. So.